Und damit herzlich willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. Wir sind hier mit der liebreizenden und wohlgeratenen Aloy an einem wunderschönen Lagerfeuer und wollen jetzt, wir gehen heute jetzt aber wirklich mal den Dingens an. Wie heißt er? Den, genau, ihr wisst es, den Poseidon. Wir gucken nur mal eben in die Quest, was uns noch so alles bevorsteht. Wir haben hier zwei kleine Quests, Hauptquest. Wir haben keine Nebenquests. Wir haben noch ein paar Aufträge. Den einen konnten wir ja nicht machen, den ersten Flug, den können wir nicht machen irgendwie, weil wir nicht diesen Berg raufkommen. Vielleicht schaffen wir es noch irgendwann, dass wir irgendwie diesen Berg raufkommen. Und ja. So. Was haben wir denn noch in voller Blüte? Wir könnten natürlich nochmal eben schnell diese zwei Aufträge nochmal abschließen. So zum Warmwerden nochmal. Ihr wisst ja, ich muss mich mal warm spielen. Ich muss meine Fingergelenke, ich bin alt, ich habe Arthrose. Nein, habe ich nicht, aber um der Arthrose vorzubeugen, muss ich natürlich ein bisschen die Fingerknöchel benutzen. So. Aktion und Reaktion. Ein Tenak-Trupp wurde von Tekote als Strafe für ihren Ungehorsam bei einem gefährlichen alten Wachturm postiert. Es ist an der Zeit, sie nach Hause zu holen. Das können wir direkt machen. Attacke Bonanza. Stellt sich mir die Frage, wo müssen wir da hin? Wir sind dann selbstverständlich hier an der Stelle. Und da können wir doch wunderbar mit einem Schnellreise-Dingensbumsterchen mal hindüsen. Das machen wir. Dann sind wir irgendwo hier. So, Wegpunkt setzen. Nein, wir reisen. Es ist nicht verfügbar, weil ich das Lagerfeuer noch nicht entdeckt habe. Fuck. Dann gehen wir dahin. Jo. Sehr schön. Ich kann das synchronisieren. Ah, ich kann schon loslegen. Okay, sehr gut. Ha, schön. Da sind wir wieder. Ich bin wieder hier. Oh, was ist das hier? Schnappmäuler. Schnappmäuler. Ich bin wieder hier. Oh, da sind so viele Schnappmäuler. Geht weg. Lasst mich in Ruhe, ihr Fiesen. Weiter, weiter. Lasst mich in Ruhe. Geht weg. Ich mag euch nicht. Wow. Ihr stinkt. Lasst mich in Ruhe. Oh, ernsthaft. Das ist ein Panzerwanderer. So ein Krabbi. So ein krabbeliges Krabbi. Ah, sehr gut. Jutti, jutti, jutti. Aufspürer Gräberareal. Okay, wo sind sie? Mera sagte, der alte Wachturm sei bei den Wasserfällen. Ja. Die Soldaten nach Hause zu schicken. Ich guck mal gerade, vielleicht mache ich es noch ein bisschen lauter hier. So ein bisschen, ne? Bei den Wasserfällen. Alter Wachturm. Wo ist hier ein Wachturm? Ich suche einen Wachturm. Ah, hier. Da ist der Wachturm. Zum Thema die Zeit fliegt. Mein Daddy fragte mich neulich auch, warum ich schon jetzt schon alles für die Tour plane. Aber 3 Monate sind ruckizucki um. Absolut. Ich muss mit Kiva, ihrer Anführerin, sprechen. Sieht aus, als ob die Soldaten Probleme hatten. Bringt mich zu eurer Anführerin. Rede mit Kiva. Hey. Einmal Kirschbanane, bitte. Bist du Kiva? Bin ich. Und du bist die Fremde, die Regala Streiter bei der Gesandtschaft getötet hat. Der Sturmtrupp war da. Wir sahen das Duell. Pivallo schuldet mir immer noch Scherben. Oh, dann bedanke ich mich für dein Vertrauen. Kaplanin Gera schickt mich. Zeit, nach Hause zu kommen. Dann ist Gera verrückt. Der Kommandant wird uns nicht erlauben, unsere Posten zu verlassen. Nicht nach unserer Insubordination. Dinge am Bollwerk haben sich geändert. Tekote kann euch nicht mehr aufhalten. Wirklich? Er wurde endlich ein wenig gestutzt? Also gut. Das letzte Mitglied des Sturmtrupps ist am Turm auf dem Berg im Dienst. Ich rufe ihn zurück. Mein Gott, hat die eine große Tröte. Eine laute Tröte. Merkwürdig.
Itzeko antwortet immer. Jemand von uns muss hochgehen. Ich komme da leicht hoch. Ich guck nach ihm. Das weiß ich zu schätzen. Der Aufstieg ist auf der anderen Seite der Wasserfälle. Bricht dir nicht das Genick, ja? Würde mir nie im Traum einfallen. So. Ja, 3 Monate sind ruckizucki um, ne? Wir ziehen los. Zurück zum Bollwerk. Was du nicht sagst. Was ist mit der Zeko? Ich bin ja schon am Überlegen, ob ich mir, ich möchte eigentlich noch für mein Motorrad noch so ein paar Satteltaschen haben, aber die muss ich mir dann auch irgendwann mal besorgen, weil da kann man dann wunderbar Zeugs mitnehmen, wenn man mal so 2 Tage oder so weg möchte. Dass man vielleicht einfach mal dieses Jahr wieder so ein bisschen mit dem Motorrad so auch mal 2 Tage wegfährt. Das haben wir ja vorletztes Jahr das letzte Mal gemacht. War eigentlich ganz cool. Da sind wir schön an die Nordsee gefahren. Ohne, ja, was heißt ohne? Nee, anders muss ich das sagen. Wir sind zur Nordsee gefahren und aber ohne Autobahnen zu benutzen. Tatsächlich nur Landstraße. Das war echt cool. Mal eine ganz andere Art und Weise. Oh, den brauche ich nicht. Ich will die richtige Pfeile haben. Komm her. Hey, halt still. So. Ich muss mir echt mal einen größeren Pfeilköcher besorgen. Okay. Hey, Loi, nicht in das Wasser springen. Das wollte ich doch nicht, Mann. Okay. Weg mit dir. So, sehr gut. Die Sache haben wir geklärt mit einer Blutgrätsche. Okay. Ah, jede heikle Situation wird so geklärt. Gut, gut. Oh, hier steht ganz viel Holz rum. Ihr wisst, ich um mein Holz. So. Oh, und meine Frau und ich, wir werden demnächst mal mit No Man's Sky mal Tuchfühlung aufnehmen. Ganz wichtig. Ja. Ist ja im Game Pass drin von Microsoft. Da werden wir mal schauen, was das Spiel so kann. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Na, 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 na. Hier ist ein Lagerfeuer. Da gehen wir vorbei. Hui. Mein Gott, die muss hier Kilometer laufen. Das muss der Beginn des Aufstiegs sein. Jo. Der Wachturm sollte ganz oben sein. Das denke ich auch. Wachtürme machen Sinn, dass die oben sind. Eine erhöhte Schussposition erleichtert enorm die Verteidigungsmöglichkeiten. So. Erhöht vor allen Dingen die Chancen zur Verteidigung. Okay, hier haben sie wieder was gelb angepinselt, aber ansonsten haben wir wieder die Haltegriffe in unserem Fokus. So. Na komm, rauf da. Mein Gott, ist die flott. Okay. So, seh zu. Nochmal scannen. Sehen wir irgendwo noch die Möglichkeiten zu... Ah, hier geht's weiter. Ja, ich mag diesen Enterhaken. Ich finde ihn klasse. So. Da geht's weiter. Oh je, ich höre schon wieder Tiere. Also, Maschinen. Ja. Ach, Aloy. Wo geht's hier lang? Ah. Zur Kante fallen lassen. Wir müssen wahrscheinlich darüber. Genau. Dann geht das schon. Ich finde das sehr frustrierend und belastend, dass unser... Moderator der Herzen, der Marco, dass der im Spiel schon weiter ist als ich. Das finde ich sehr belastend. Ich komme dem Wachturm näher. Ich muss wohl höher klettern. Wow, ist der hoch. Wow. Ach, hier ist ja wieder das hier. Okay. Ich verstehe. So.
Da geht es hoch. Ich würde ja auch so gerne mal im Harz Motorrad fahren. Auf dem Brocken. Aber da muss man echt aufpassen. Der Berg fordert seine Opfer. Himmelsgleiter. Okay, ich muss die Maschine erledigen, bevor ich mich umsehen kann. Natürlich. Dann nehmen wir aber die... Ah, ich habe keine starken Pfeile. Was? Scheiße! Ich hab die nicht gesehen. Fuck! Wow! So, Ende Gelände. Wo ist der zweite? Wo steckt der? Wo steckt der Wicht? Himmelsgleiter. Haben wir erwischt. Machen wir eben nochmal einen Pfeil nachproduzieren. So. Okay. Das nehmen wir auch mit. Das auch. Oh, ich werde hier zu einem Eiszapfen. Ach, Aloy. Ein wenig eisige Kühle tut dir da auch ganz gut. Fleisch hält sich länger, wenn es kühl gelagert wird. So. Zack, nehmen wir das mit und los geht's. Na 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 na. Das muss er sein. Jupp, das sieht er aus. Vorratslager haben wir. Was ist hier noch Schönes? Okay, gut. Moment. So, jetzt geht's los. Dann wollen wir mal eben suchen. We're searching. I'm looking. I'm searching. Hier gibt's aber nichts. Muss ich doch hier downstairs irgendwie? Ach, da ist er ja. Ich habe ihn gar nicht gesehen. Begutachten. Eine Leiche begutachten. Den Wunden nach haben die Himmelsgleiter ihn überrascht. Wenigstens ging es schnell. Was ist das? Kivas Horn. Ein anderes Signal als vorher. Heißt vielleicht Hilfe? Ich sollte hinunter zum Wachturm gehen und nach ihnen sehen. Der Wachturm wird angegriffen. Ich muss schnell darunter. Ich beeil mich. Ich komme. Oh, da sind so viele Himmelsgleiter. Die müssen wir alle kaputt kloppen. Von oben. Die Maschinen werden überrascht sein. Oh, oh, wenn ich das schaffe. Dad, ich muss hier weg. Bluebird 10, die Sande gleitet. Platz da. Wow! Von hinten ist unfair. Wo seid ihr? Fuck. Verdammt! Die kommen nicht runter. Ah, sehr schön. Erledigt. So. Hui. Alle erledigt?
Mal kurz auftanken wieder, die Pfeile. So. Ah, alle erledigt. Sehr gut. Das heißt, wir werden sie auch ausplündern. Gut. Wer läuft denn da unten spazieren? Ist das dieser Panzerwanderer? Ja, tatsächlich. Ist das hier ein Panzerwanderer-Areal? Ja, könnte sein. So, dann sagen wir mal guten Tag. Lass hören. Danke für die Hilfe. Sehr gerne. Ist Itseko auf dem Weg runter? Naja, die Maschinen haben ihn überrascht. Tut mir leid. Was? Er war der Erste in unserem Trupp. Der beste Kämpfer. Er ist tot, Kiva. Es hat jetzt nur noch ihr beiden. Verdammter Tecote! Er musste nur zur Gesandtschaft gehen. Häuptling Hikarus Befehl folgen. Und was haben wir bekommen? Ein Todesurteil verkleidet als Wachdienst. Nur weil Tecote in Fehde mit dem Häuptling liegt. Und das hört jetzt auf. Ja. Danke, Fremde. Hier. Das ist für dich. Sehr gerne. Pivalo. Wir ziehen los. Tecote ist ein hinterhältiger Hund. Vielleicht hört er jetzt auf, Leben wegen Politik zu verschwenden. Oh, ein Fertigkeitspunkt. Hui! Sehr gut, wie viel habe ich? Ich habe schon wieder 6 Stück, ey. Die muss ich mal ausgeben. Warte mal. Warte mal, die geben wir mal aus. Überlebende. Was können wir da noch Schönes machen? Gibt es da irgendwelche passiven Fähigkeiten, die wir noch mitnehmen können? Was ist das? Ne, eigentlich nicht, ne? Was ist das hier? Häckslerhandschuh. Sprengschleuder. Sprengen, Ausweichsprung, Ausdauerndes Feuer, ein Fessel, ein ganzes Magazin an Bolzen. Okay. Fallenstellerin, Eindringling. Wollen wir da noch ein bisschen was ausgeben? Was haltet ihr davon? Mal sehen. Mache dich für Gegner schwerer sichtbar. Das hört sich auch gut an. So. Trage mehr Rauchbomben. Rauchbomben machen wir sowieso nicht. Nahkampfangriffe sind leiser, was die Wahrscheinlichkeit reduziert, von nahen Feinden entdeckt zu werden. Sehr schön. Skillen wir uns hier mal durch. Was ist das hier? Bewege dich leiser, sodass geht, dann dich nicht so leicht entdecken. Auch gut. Was ist das hier? Tarnpirscher. Aktiviere eine auf Pirscher-Technologie basierende Tarnvorrichtung, um deine Sichtbarkeit für Gegner zu verringern. Das Ziel mit einer Waffe und das Ausführen von Nahkampfangriffen deaktivieren die Vorrichtung vorübergehend. Oh geil, Pirscher. Derzeit ausgerüstet. Hui! So, Inventar. Wie sehen wir denn aus hier? Spezialausrüstung. Da ist bestimmt dieses Pirscher-Ding dabei. Zugwerfer. Ornament des Schreckens. Schildflügel. Okay. Munition. Werkzeuge. Ist das ein Werkzeug? Hm. Anscheinend nicht. Ja, dann passt es aber. So. Nicht genug Punkte. Lalalala. So, dann haben wir die auch wieder voll. Ich mag es, wenn die Pfeile voll sind. Ihr kennt mich. So. Dann gucken wir mal nach. Was haben wir noch an Quests? Aufträge. In voller Blüte, der erste Flug. Machen wir in voller Blüte. In ihrer Jugend verliebte sich Darika in den Utaru Nilo. Doch die Pflicht war damals wichtiger als die Liebe. Sie möchte, dass Aloy Blumen zu ihm nach Reinklang bringt und vielleicht das alte Feuer wieder entfacht. Sammle Scharlachstiele. So. Die Frage ist, wo sammeln wir die? Sammle Scharlachstiele. Da muss ich hin? Okay, da gibt es auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Das ist gut.
Das heißt, wir haben hier jetzt, was mit dem? Abgeschlossen, okay. Da haben wir auf jeden Fall ein Lagerfeuer und da werden wir dann hingehen und, ja. Wir müssen, glaube ich, hier oben rum dann. Ja, ist richtig. So, dann gehen wir da nämlich rüber und gehen mal mit dem Lagerfeuer schnell per Schnellreise da hinten hin. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. So. Da ist doch mein Lagerfeuer. Questen wir das mal eben schnell. So, schnell speichern auf jeden Fall. Und dann questen wir uns oder beamen uns mal eben hier vorne hin. Na, 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 na. Na, 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 na. Was ist denn das hier? Ah, der Gedankenhain. Oh, der Schlund der Arena. Okay. Dahin müssen wir. Lagerfeuer. Reisen. Natürlich. Oh, geht schon losgehen. Okay. Da ist der Langhals. Und hier soll ich irgendwo Blumen sammeln. Dann sammle ich doch mal Blumen. Was ist das? Das könnte Blumen sein, ne? Scharlachstiel, da sag ich doch. Für irgendwen ist das sicher eine Geheimzutat. Ja. Ich will keinen Stein. Jetzt haben sie einfach Steine wieder eingesammelt. Oh oh. Oh oh, da ist ein Donnerkiefer. Die sind so unsympathisch. So. Begib dich nach Reinklang. Wir suchen das nächste Lagerfeuer und dann beamen wir uns dahin, ne? Ganz klar. Da sind wieder diese, nicht Verwüster, sondern die Verderber. Ganz ruhig atmen. Genau, atmen ist das. Atmen ist die Lösung. Oh, da gibt es ganz viel Holz. Ey, bald gibt es kein Holz mehr in dieser Welt, weil ich es alles mitgenommen habe. So, das nehmen wir auch mit. So. Ah, da ist schon das nächste. Lagerfeuer. Da ist es. Immer wieder mal zwischenspeichern, ne? So, Schnellreise, kostenlos. Wo geht's hin? Ich möchte ganz gern nach Reinklang. Das klingen wir so rein da. Jo. Na, 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 na. Finde Brutstätten und überbrücke die Kerne, um zu lernen, wie man viele verschiedene Arten von Maschinen überbrückt. Oh, das können wir gleich noch machen. Ich sollte den Kräuterkenner suchen. Vielleicht ist es nie. Ich könnte ihm die Scharlachstiere geben. Das können wir auch noch machen. Wir haben ja noch eine Brutstätte schon gefunden. Die können wir direkt mitmachen. So. Du willst es verbessern, deine Ausrüstung an einer Werkbank. Okay. Was ist denn hier? Oh, hier gibt es auch was. Was ist denn da los? Wende, hör mich an! Ich höre dich immer an! Oben bei Steinhall hat sich eine Tenak-Gruppe verschanzt. Niemand weiß, warum sie hier sind. Einer unserer Veteranen will dorthin und herausfinden, was sie vorhaben. Tenak im Utaru-Gebiet. Das klingt nicht gut. Gar nicht. Sehr schön. Guck mal, haben wir noch eine Nebenquest. Sehr gut. Wir nehmen sie einfach mit. Wir nehmen sie einfach mit. Es kann ja nicht schaden. Ah, wir müssen nach oben. Okay.
Ich finde das wieder total cool, dass sie halt verschiedenste Areale haben. So Wüste, Tropen, Eis, Gebirge, Schnee, was auch immer, ne? Das finde ich schon nett, dass alles so ein bisschen abwechslungsreicher ist, ne? Guck mal, da ist auch noch was. Was ist denn hier los? Mit Bree. Du hast doch vor dem Chor gesprochen, ja? Du könntest helfen. Werd ich? Warum? Das hier geht dich nichts an, Fremde. Dulden wir deine Einmischungen denn nicht schon genug? Eine mehr vertragt ihr sicher. Was ist denn? Meine Frau, Calais. Sie sollte dem Chor beitreten. Und? Sie ging zum Sporn, um den Entdeckungsritus durchzuführen. Aber sie muss gestürzt sein. Und jetzt brechen sie die Suchaktion ab? Wir haben genug getan, Bray. Die Suchmannschaft fand nur ihr Instrument. Es lag kaputt am Flussufer. Und auf dem Sporn lag nur die Farbe, die sie beim Ritual verwendet. Wir werden von nicht noch mehr Leuten verlangen, ihr Leben zu riskieren, nur weil eine Frau stur ist. Aber die Samen, die sie trug, müssen gepflanzt und verehrt werden. Du hast Landgöttin Ray geholfen. Du sahst, was niemand sonst sah. Bitte, such nach ihrer Samentasche. Falsche Hoffnung. Samen. Treibsand. Okay, ich sehe mir das an, natürlich. Falls ich dort vorbeikomme, suche ich sie. Danke. Der Sporn liegt im Nordosten von hier. Suche bei der zerstörten Brücke unten an der Klippe. Direkt am Fuß des Sporns. Dort fand die Suchmannschaft auch ihr Instrument. Okay. Genehmigst du mir das? Vergeude du deine Zeit, wenn du willst. Zu suchen, was das Land sich bereits wiedergeholt hat, ist sinnlos. Oh, die ist sehr optimistisch, ne? Sehr optimistisch und sehr, lebensbejahend. So. Oh, da gibt es wieder Zeugs zu sammeln. Mich würde interessieren, ob es eine Trophäe dafür gibt, wer das meiste Loot sammelt. Das ist auch noch eine Nebenquest, die nehmen wir auch noch mit. Was ist hier los? Klingt nach einem Problem. Wir sprechen von etwas Wichtigem, Fremde. Aha. Ja, bitte. Später. Jall. Jalla, jalla. Genau deshalb mag ich oft lieber Pflanzen als Menschen. Sie sind weniger anstrengend. Ich entschuldige mich. Mein Volk war einst freundlicher. Hunger nimmt vielen ihre Herzlichkeit. Sieht aus, als würde es hier an ziemlich vielem mangeln. Kann man da irgendetwas tun? Jall hat recht. Wir brauchen Nahrung. Deshalb haben wir Jagdgruppen ins Altholz geschickt. Einen Wald im Norden. Wir haben nie Tiere gejagt, um zu essen. Wir mussten es nie. Doch da unsere Ernte ausbleibt, haben wir keine Wahl. Doch etwas anderes ging schief. Eine Maschine massakrierte die letzte Gruppe von Jägern. Okay. Ein Krallenschreiter. Und glaubt man dem einzigen Überlebenden, war er tödlicher als alle zuvor. Bis er fort ist, kann ich keine Jäger schicken und ohne Fleisch werden unsere Leute immer dünner. Ja, damals war nicht so mit Veganern und Vegeterroristen. So, die Maschine. Erzähl mir alles, was du über die Maschine weißt, die die Jäger angriff. Sie wurden am Rand des Altholzes angefangen und einer, Ven, überlebte und schaffte es zurück nach Rheinklang. Wenn du ihn befragen willst, unsere Heiler pflegen ihn gesund. Die anderen vier Jäger hatten nicht so viel Glück. Es muss eine mächtige Bestie sein. Kannst du sie vernichten? Ich habe viele starke Gegner besiegt. Gut, das Jagen im Altholz muss sicher werden. Ja, die ist schon sehr von sich überzeugt, eine die Aloy. Sache noch. Jeder Utaro trägt eine kleine Samentasche. Von der Geburt an bis zum Tod. So gedenken wir unseren Angehörigen und ehren ihr Vermächtnis. Mhm. Es würde den Familien der Jäger viel bedeuten, wenn du sie zurückholst. Ich tue, was ich kann. Ich vertraue dir. Sei vorsichtig im Wald. Bevor ich ins Altholz gehe, sollte ich zum Überlebenden. Vielleicht weiß er was über den Krallenschreiter. Okay. Sprich mit dem Kräuterkenner. Was wollte ich denn gerade machen? Ach ja,